Das 0:4 gegen Hansa Rostock 2 am letzten Spieltag, das tat weh, offenbarte aber auch das größte Problem von Sachsen-Leipzig, nämlich die Offensivabteilung. Gerade mal 3 Tore in 6 Spielen, das ist einfach zu wenig, um in der Regionalliga mithalten zu können. So die schmerzhafte Erkenntnis des Last-Minute-Aufsteigers. Und heute ging es gegen den VfB Lübeck und da war die spannende Frage, welche Sturmvariante würde der Trainer heute wählen, Florian Weichert? Trainer Dirk Heine wählte die kleinstmöglichste Variante. Ein Einmannsturm. Tino Breitkopf ist nominell die einzige Sturmspitze. Wir steigen ein in Minute 13. Freistoß für die Gäste aus Lübeck in Orange. Und die erste verheißungsvolle Torszene für den VfL durch Moritz Maheinicke. Den Abwehrspieler der FC Sachsen bestimmte zwar das Spiel, aber Torgefahr strahlten sie kaum aus. Meist war im Strafraum Schluss, doch jetzt mal die Chance für Rogoli. Er suchte in der Mitte Breitkopf, viel Auswahl hatte er nicht. Ja, die Einmann-Taktik im Sturm geht halt nur auf, wenn das Mittelfeld rechtzeitig nachrückt. Die Gäste aus der Marzipanstadt. Ja, mit verkorkstem Saisonstart nach 3 Niederlagen zu Beginn, zuletzt mit 2 Siegen und einem Unentschieden. Das steigert das Selbstvertrauen deutlich. Schöner Schuss von Bastian Henning. Aber auch schöne Parade von Daniel Lippmann im Tor des FC Sachsen. Knappe halbe Stunde vorbei. Jetzt waren die Grün-Weißen mal wieder am Zug. Schöner öffnender Pass auf Rogoli. Doppelpass mit Moritz. Kommt er zur Grundlinie und prompt wird's gefährlich. Gabuszewski. Toller Schuss. Direkt. Da musste sich Lübeck-Schlussmann Semgun schon richtig lang machen. Und der keines Hoffnungen auf ein Tor erfüllten sich zunächst nicht. Nur 4 Minuten später ein weiterer Hoffnungsschimmer. FC Sachsen mit Freistoß, Gabuszewski und in der Mitte versucht Baum per Kopf eine Richtungsänderung herbeizuführen. So bleibt es beim 0:0 zur Pause. Zweite Halbzeit, der FC Sachsen mit Freistoß und den tritt in der Regel Gabuszewski. So auch diesmal, aber der Ball nicht scharf genug, um Sengun zu überraschen. Dirk Heine, wie es scheint, auch nicht mehr. Die Sonne kam jetzt raus, aber erhellen konnte sie das Spiel des FC Sachsen auch nicht. Vielleicht mal jetzt die zweite Chance. Martin Werner schlängelt sich da durch, wird gefoult. Freistoß kurz vor dem Strafraum. Gute Position für den FC Sachsen. Diesmal probiert es Rumpf. Und den hatten schon viele drin gesehen. Aber der Ball ging leider nur ans Außennetz. Somit weiter torlos diese Partie. Stets gefährlich blieben die Gäste aus Norddeutschland. Wenn es schnell geht, dann wirkt die Sachsenabwehr wackelig. Bastian Henning mit der größten Chance im Spiel. Doch der erste Treffer in dieser Partie ließ auf sich warten. Lübeck wird mit der Chancenverwertung sicher genauso hadern wie der FC Sachsen, der zurzeit aus wenig viel machen muss. Rogoli heute sehr aktiv auf Moses. Dann wieder Rogoli. Es war die letzte Chance in der Partie, die keinen Sieger fand und das auch verdientermaßen. Thomas Pasold mit der Keine. 0:4 zuletzt, haben Sie gesagt, Sie hatten ein bisschen Magenschmerzen mit dem Spiel. Wie geht's Ihnen heute? Ja, sicherlich ein bisschen besser. Wir wollten natürlich das Spiel gewinnen, aber gerade nach dem 0:4 zu Hause gegen eine sicherlich mit mehr Selbstbewusstsein auflaufende Lübecker Mannschaft als wir, denke ich, ist es schon in Ordnung. Kein Wort von Sturmmisere. Wichtig war heute die Null hinten. Franziska, bitte. Und das werden wir auch gleich in der Tabelle sehen. Aber zunächst erst noch mal die Ergebnisse im Überblick von heute. Sachsen-Leipzig, Lübeck 0:0, gerade gesehen. Wolfsburg 2, Magdeburg 1:2. Rostock 2, Hannover 96 2, 1:4. Babelsberg, Oberneuland 1:0. Hertha BSC, Energie Cottbus 1:0. Morgen spielen dann noch Plauen und Halle. Das Spiel Kiel gegen Chemnitz wurde abgesagt. Der Platz ist nach Dauerregen nicht mehr bespielbar. So, und jetzt schauen wir mal auf die Tabelle. Und da sehen wir, Babelsberg bleibt Tabellenführer. Und
und Magdeburg. Ja, die setzen jetzt die Serie fort. Die arbeiten nämlich vor auf Rang 4. Plauen auf 9, aber das ja alles erst morgen. Gucken wir auf die zweite Hälfte. Da sehen wir Sachsen-Leipzig nahezu unverändert und auch keine Änderung am Tabellenende. Cottbus 2 bleibt Schlusslicht.